Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, wir wollen jetzt ja, so ein bisschen wahrscheinlich zum Ausklang mit euch nochmal ein bisschen, ja, ihr seht es ja, GeoGuessr spielen. Ihr wisst ja, wie immer bei mir dabei, der gute Imbi. Hallo Imbi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir müssen noch schauen, wie es nächste Woche aussieht, aber ich glaube, nächsten Mittwoch kriegen wir nochmal einen Stream hin, oder? Das ist noch vor Weihnachten. Ja, ich denke. Dann müssen wir mal schauen, was wir da Schönes machen. Nichtsdestotrotz, jetzt ist erstmal GeoGuessr-Zeit und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ihr wisst ja, Blamieren steht hier an Position Nummer 1. Damit fangen wir direkt an. Sehr gut. So, die Anzeige ist raus und wir legen direkt los. Wo sind wir hier? Ah, das ist eine schöne Pyramide. Ja, und schon tue ich mich schon wieder blamieren, ne? Ist das Yucatan? Ah ja, da in der Gegend ist es. Chichen Itza, ne? Da steht doch was Genau. Schönes. Ist das hier auch Chichen Itza? Ich gehe mal davon aus, ne? Frage ist, was ist das? Was ist das für eine Pyramide? El Castillo müsste das sein. Ich glaube, da gibt es nur eine, die wirklich groß ist. Und die ist halt. Ah, das sieht hier nicht so aus, aber die ist riesig. Die ist echt groß. Ich die hier gerade noch nicht, dass ich bin der Meinung hier. Right Ja, hier drunter. der Castillo, ja. Ich sehe sie noch nicht, genau. Ja, ist die Nö. Frage, können wir auf diesen Kompass was geben? Schauen eigentlich schon ziemlich südlich auf ihn drauf, ne? Ja, man kann was drauf geben. Wenn man ihn lesen kann, kann man auch was drauf geben. Ja, ich habe nur scheinbar bewiesen, dass ich es nicht kann. Ja, wenn ich nach Süden schaue, schaue ich auf ihn drauf. Also müssen wir nördlich von ihm stehen, würde ich behaupten. Also ich wäre, glaube ich, tatsächlich ziemlich perfekt dran gestanden, wenn ich denn den Kompass richtig gelesen hätte. Ja, ich bin da auch nicht sehr gut dran, deswegen, naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Aber wenn ich mir das so drumherum anschaue, also das Pyramidenartige gibt es ja sonst, glaube ich, auch gar nicht mehr. Okay, 13 Meter entfernt. Sehr gut, 102. Ja, offensichtlich konnte ich ihn zur Abwechslung mal lesen. Sonst bin ich ja eigentlich der gute Mann, der den nicht lesen kann. So, wo sind wir hier? Mitten in der Pampa. Survey Lodge, Ranger Station, Park Information. National Park Service. Juhu, ist das der Yosemite oder der... Wird. Ja, wir sind in irgendeinem amerikanischen Nationalpark. Würde mich mal ein bisschen genauer umschauen an deiner Stelle. Also nein. Okay. Ja, meine Aufgabe ist sowieso hier, das zu blamieren, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Weißt du, wo wir sind? Ja. Also da ist so ein Obelisk, den kennt man. Ich sehe hier nur ein riesiges Baugerüst. Die Frage ist nur, wo genau sind wir denn jetzt? Warte, wir schauen. Sind wir echt in Wenn wir. Washington? Das Washington Monument, also gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus. Ja, ich habe halt nur das Baugerüst gesehen. So, wo ist denn das Washington Monument? Um mich wieder nochmal ein bisschen hier zu outen, dass ich in Amerika mich noch weniger auskenne als in Europa. Und das soll was heißen. Ja, nachdem hier, ne, würde ich mal sagen, irgendwo die Ecke. Da so Grünes. Wie schauen wir auf das Monument? Schauen von Ach. Nordosten. Ja, wieso wird schon Ja, passen? eigentlich müssen wir irgendwo da sein, oder? Wenn ich hier nach Nordosten schaue. Dann wahrscheinlich hier in dem Kreis irgendwo, oder? Ist der Kreis irgendwo, schneidet sich das Ding da ab? Natürlich, klar. Ich find's krass, dass ich Entfernung hier so über die Bilder gar nicht abschätzen kann. Null. Ich ehrlich gesagt auch keine
keine Chance, das sauber zu sehen. Ich dachte mir halt schon so, boah, eigentlich fühle ich mich schon echt weit weg. Nee, war nicht so. War nicht so. Keinen anderen Anhaltspunkt, deswegen kann ich es gar nicht sagen, ob wir da in diesem inneren Kreis sind oder... Ja, wenn man wahrscheinlich einfach ein bisschen weitergehen würde auf der Strecke, wo man ist, würde man es wahrscheinlich schon rauskriegen. Aber ich bin da wirklich, ich bin keine 2 Schritte gelaufen. Okay. Ich bin noch näher dran als du. 134 Meter entfernt. Bist du in dem inneren Kreis noch? Ja. Bitte. Ich dachte auch den äußeren, was ich jetzt verkackt habe, war, aber ich habe dieses Building habe ich ja gesehen. Das heißt, eigentlich hätte es ja klein sein sollen. Entweder bist du bei dem Theater oder bei dem da unten. Ja. Aber ich habe auch meine Probleme, weil das sind das Gehwege, diese grauen Sachen. Da bin ich zum Beispiel auch ziemlich raus. Wahrscheinlich. Aber es macht halt auch irgendwie keinen Sinn, da irgendwie dieses Schild mit hier Parkinfo zu haben. Hier ist nichts passiert. Gar nichts. Als ob? Ist das neu? Naja. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich von China Bilder gibt. Krass. Nee, es gibt keine Straßenbilder, aber das hat jemand von Hand aufgenommen, das siehst du. Ja, aber trotzdem. Also ich wusste auch nicht, dass das hier, dass überhaupt irgendwas da davon. Illegal außer Landes geschmuggelt. Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist, wo ist der? Ich war noch nie und habe ihn auch noch nie gesucht. Boah. Ja, da steht mal Tiananmen Square. Ich vermute mal, wir sind noch niemals Panzer gewesen. Als ob du den blöden Tiananmen hast. Temple of Heaven. Naja, wir müssen wahrscheinlich irgendwo, da ist dieses National Museum, Monument of the People Hero, sehe ich nur nicht, ehrlich gesagt. Ah, Tiananmen. Nach Norden schauend komme ich zum... Wait. Also wenn das Norden ist, dann müsst du irgendwo hier unten sein. Oder? Das ist das Mausoleum von Mao. Wait. Was ist das im Norden? Das Museum von Mao. Würde ich sagen. Das ist ein Mausoleum. Im Norden? Ja. Dann wärst du ja südlich vom Mausoleum. Nee. Ja, das macht mir Wir sind doch auf dem Square selber und im Süden von uns ist doch direkt dieser Obelisk da. Das wird doch hier das Monument to the People's Heroes sein, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was ist straight im Süden? Aber was ist das im Norden dann? Das muss ja ewig weit weg sein. Weil da ist ja einfach gar nichts. Oder ist das hier Tiananmen Monument? City, aber das kann es doch nicht sein, oder? Hinten, ja, der Entrance. Das muss der Entrance sein. Ja, aber ich meine, da ist das Bild von... Ja, wobei, du hast recht. Das könnte der Eingang in die verbotene Stadt sein. Wir haben nicht mehr lang. Na komm. Ist der Eingang in die verbotene Stadt, sage ich. Muss es sein. 43 Meter entfernt. Okay. 23. Volle Punktzahl gerade noch. Was? Bei mir nicht. Okay, das ist krass an der Position hier. Okay, das gut, ich habe das Ding ehrlich gesagt noch nie gesehen, bis auf sehr alten Bildern. Na, Dito. Aber ich finde es auch echt krass, das hier auf der Fläche halt einzugrenzen, wo genau du bist. Weil du hast ja nichts als Anhaltspunkt. Ja, du kannst sagen, okay, du bist nördlich, südlich und so leicht östlich, westlich. Aber das genau zu positionieren, boah, schwierig. Wieder einen Punkt setzen lassen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten oder eine Rave-Party zu machen.
So, wo ist das olle Ding? Ich find's immer nie. Ich schaue es mir lieber mal an. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Das Traurige ist, du findest hier in Berlin ja immer so seltsame Sachen, wenn du schaust, ne? Tiergarten, Siegessäule, das sollte doch mal passen. Immer mitten im Grün. So straight in Osten. Das war irgendwo. Ja? Also, falsche Seite. Irgendwo hier sind wir dann. Straße des 17. Juni, oder? Hat das einen Namen? Nur sehr schwer abschätzen, wie weit wir hier weg sind. Das ist ja, Bundesstraße 2. Was? Sperrung. Straße des 17. Junis ab Yitzhak-Rabin-Straße. Also ich glaube schon, dass das hier die Straße des 17. Junis ist. Okay. Habe ich denn irgendwas Falsches? Ich meine, es muss ja, wir schauen straight gen Osten zu der Säule, oder? Ja, wir stehen im Westen davon. Und was ist da? Also, die Straße, die von... des 17. Junis. Steht vor der Bundesstraße 2. Aha, ja, okay. Ich habe noch keine Ahnung vom Abstand her. Ist das dieser Weg hier? Ich schätze mal. Da sind wir. Bin mir quasi überhaupt nicht sicher. Und ich bin 210 Meter entfernt. Fuju! Ah, ich hab da echt kein, für den Abstand habe ich echt kein Gefühl. 15 Meter. Ich auch nicht. Null. Ich habe mich orientiert an der Brücke, die hinter uns war. Die war ein gutes Stück weiter weg als die Siegessäule. Und dann kam da an der Seite noch dieser komische Weg da rein. Und das, dachte ich, war dieser vordere Weg. Nee. Also an den Weg hätte ich mich jetzt auch orientiert. Deswegen bin ich dahin, aber ich dachte, das ist der vordere Weg. Ja, nee. Also ich war tatsächlich so grob in der Richtung schon und dann war ich halt noch so näher oder weiter weg von dem Weg. Schade, schade, schade. Okay. San Julien. Sollte man das kennen? Ist das hier nicht... Das hier nicht Fake Notre Dame? Das ist doch hier Reims. Ja, ja. Sah das nicht anders aus? Waren da nicht außenrum diese Fressdinger noch irgendwie? Also du kannst hier... Ja, Saint-Rémy, ja. Regalia-Reims.fr. Also... C'est Musée Saint-Rémy, aber ich weiß, wo war das? Basilique Saint-Rémy. Und wo fängt man an? Östlich davon. Ah. Ja, okay, man fängt das aber hier irgendwo an. Wo war denn das nochmal? Chartres? Nee. Paris, Luxemburg? Da ungefähr die Hälfte. Ach, da ist Reims, ja. Also ganz grob. Ja, man kann es finden. Ja, du hast recht. So, wir schauen in Nordwesten. Das müssten wir tatsächlich eigentlich ganz gut hinkriegen, oder? Da sehen wir hier auf diese Kante. Nee, das sehe ich nicht so. Der Punkt ist nicht richtig, meiner Meinung nach. Er ist 4 Meter daneben und nicht ich.
Ist das hier oder hier? Wo? Du bist an der falschen, glaube ich. Bist nicht an der Saint-Rémy. Notre-Dame de Rémy? Naja, du brauchst die Basilika. Die ist südlich. Das glaube ich nicht mehr lang, oder? Ja, aber ich glaube, besser wird's. Viel besser wird's, glaube ich, nicht mehr. 143 Meter. Ja, okay, klar. Wenn man wieder falsch denkt, ne? Ja, man stand halt auch genau an dieser Einbuchtung da dran. Deswegen bin ich mir tatsächlich sicher, dass dieser Punkt nicht richtig ist. Ich dachte gerade eben Nordwesten, aber ja, das beide gerade auf die Schnelle verwechselt. Ja, immer noch die richtige Kirche erwischt. Ja, aber auch bloß, weil du es gesagt hast. Ja, 2482, leider nicht so gut. 24,994, also geht klar. Ja, wo hast du denn da verloren, großartig? Naja, die Strecke macht's halt immer, weißt du, das ist so, da mal ein Punkt, da 7 Punkte, da waren 6 Punkte. Das macht halt die Strecke einfach. Das war Runde 4, war aber nicht jetzt hier an der Man, oder? In dem Sinne, auf zur nächsten Runde, oder? Die kenne ich. Ob ich es diesmal besser hinkrieg? Ob ich es diesmal nicht finde? Wäre auch möglich. Da war der. Wir schauen. Irgendwo hier. So. Es ist mal ziemlich zwischen Süden und. Wir sind also hier. Ja. Osten. Südosten. Wait. Also wir schauen irgendwo. Also wir müssten noch irgendwo hier sein, oder? Es muss ja straight hier sein. Passen, oder? Also. Und wir sind ja echt nicht weit weg, oder? Also wir stehen eigentlich genau an dem Weg nach oben. Also eigentlich sind wir doch irgendwie so hier oder so. Hier stehen wir. 3 Meter. 4 Meter. Ich wär on point gewesen, wenn ich mir die nochmal umgesetzt habe. Ja, aber das Ding zeigt genau in die Mitte von der Treppe. Also der Punkt ist halt nicht richtig, weil wir nicht in der Mitte der Treppe standen. Ja. Ja, egal. Okay. Habe ich das Bernsteinzimmer gefunden? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe einen ganz dummen Verdacht. Ich habe auch einen dummen Verdacht, aber... Ja, das da draußen sieht sehr stark nach Versailles aus. Ja, wo war Versailles wieder? Ja, Frankreich, ich weiß. Und ja, vielleicht nimmt man die Stadt, die Versailles heißt, oder? Könnte helfen. Und wo stehen wir da jetzt genau? Also da schaue ich mal genau auf diese beiden Bassi du Nord und Bassi du Midi, würde ich behaupten. Aber ich bin schon ein Stück gelaufen. Ja, eben. Aber realistisch betrachtet müsste das doch ziemlich mittig sein, oder? In diesem Gang. Wenn ich mir das hier anschaue. Müsste doch der Bassi de Midi sein, oder? Wo wir näher dran sind. Bitte was für ein Ding?
Das linke Wasserbecken. Passeur du MIDI. Keine Ahnung. MIDI ist für mich eigentlich eine Soundart, aber ja, ich weiß, peinlich, aber ich bin alt. Hier gibt's ein Parterre du MIDI. Noch sehe ich ja nicht. Keine Ahnung. Weil eigentlich müsste es ja schon... Ich schau da in Nordwesten. Ja, ne, wir sind da schon ein bisschen... schon ein bisschen weiter südlich, würde ich sagen. Wir sind schon eher hier. Falsch. Nicht falsch. Tattoo de Versailles, oder? Ja. Und da wird das doch hier reingehen, oder nicht? Aber Nordwesten, aber wir sind doch in diesem Gebäude, oder? Wir sind doch in dem Chateau. Ja. Und wir schauen doch raus auf dieses... auf den Garten hier mit diesem Mittelweg. Das sind doch diese zwei Wasserbecken. Ja. Aber wir haben übrigens nicht mehr lang. Zwei Meter. Ja, also wir sind auf jeden Fall genau da. Okay, 8 Meter. Okay. Ach, ja, da ist doch, wo wir jetzt sind, ne? Wasser du Midi. Ohne mich zu bewegen, könnte das Deutschland sein? Könnte das der, na, wo es wurde. Nö, nee, oder? Nee, ich glaube, ich revidiere das. Ich dachte, wo der Bundespräsident also, wohnt. Nö. Also, ich kann es nicht clean lesen, aber es sieht alles nach Englisch aus. Mein erster Gedanke war, ist, dass ich ja nicht Abe Lincoln. Abraham Lincoln. Naja, da unten ist Hillary, von dem her. Hm, okay. Ist das das Weiße Haus? Haben die so einen Flügel? Müsste es wahrscheinlich fast sein, nachdem ich hier auch den jeweiligen Porzellan mit dem komischen Seidegeier von der Amis mit drauf habe. Das reicht, das hätte man erkennen können, dass das Abe ist. Ah, peinlich, peinlich, peinlich. Okay, warte. Es gibt Orte, wo man mit gegenüber Gebäude sieht. Okay. The White Horse. Ja, was ist das denn jetzt bitte? Ist das irgendwie hier? Cool. Sie ist in den Garten. Irgendwo hier der hintere Bereich? Ich meine, das ist irgendwie so ein kleines... ein Bretterverschlag. Das ist Oval Office. Hallo, Miss, wo sind wir hier? Küche? Die Küche ist es nicht, oder? Vierzig Sekunden noch. Wait. Okay, warte. Library. Library habe ich doch irgendwo gesehen. The Library. Ja, warte. War hier irgendwo. Wir müssten noch im Ostflügel sein, oder? Library. East Wing. Wir sind irgendwo hier. 4 Meter. 6 Meter. Uiui.
Aber waren doch hier, wo sie rausgehen. Okay, gut, das ist hier. Das. Du weißt ja nicht, wie verwinkelt das da innen drin halt ist. Wir hätten das WC finden können. Das ist angezeichnet hier auf Google Maps. Ja. Da sind auch Treppen angezeichnet. Die Treppen habe ich gesehen und als ich dann bei den Treppen umgedreht habe, stand ich genau vor der Library. Naja, ich bin hier bei diesem East-Flügel und wo ich dann rausgeschaut habe, habe ich gesehen, dass da irgendein Gebäude ist, was man nach Westen nach Osten schaut, also, ja. Ah, das hätte geholfen. Ja, ich hab auch rausgeschaut, habe gegenüber ein Gebäude gesehen, dachte mir, okay. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, so. Hätte man nur überlegen müssen. Ja, okay, den östlich. Ich glaube nicht, dass wir in Griechenland sind. Ja. Du weißt schon genau, was es ist, oder? Ich stehe quasi schon drauf. Ne, tue ich nicht. Bin immer hier irgendwo mit noch da. Da immer so ein bisschen Verlauf. Wie Verlauf? Du kannst dich nicht bewegen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Was ist das hier? Ich halt. Oh wow. Ja, ist nicht so, als hätte ich gar nicht darauf geachtet, dass da eine Griechenland-Flagge hängt. Warte mal, wir sind. Oh. Ja, warte, Kompass lesen. Kompass lesen ist eine Kunst. Wir schauen von Westen drauf. Oh wow. Blackpool and Greek Flag ist sogar angeschrieben. Oh, du hast sogar recht. Wir schauen nach Südosten. Schauen aber südöstlich auf die Flagge. Also auf die. Wait. Wo sind wir denn näher dran? Flagge oder Akropolis? Etwa gleich weit, oder? Hm. Ah. 18 Meter. Was? Akropolis? Ist es nicht die Parthenon? Parthenon. Ja, ja. Ja, man kann sagen. Also. Im Westen schaue ich auf diese Kante. Das heißt, irgendwo hier würde ich sein. 15 Meter. Ich war da oben, verdammte Breitaxt. Und dann? Was dann passiert? Dann dachte ich mir, ich schaue nochmal auf den Kompass. Ich sehe hier diese Kante, wenn ich straight nach Westen schaue. Darum habe ich mich nochmal ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Ja, ich dachte auch so, ja, ich sehe so minimal was von der länglichen Seite, wenn ich straight in den Westen schaue. Ja, war wohl doch wesentlich näher am Parthenon dran. Also, ja. Also ich dachte jetzt wirklich, weil straight Westen war so die Kante von dem Gebäude. Ja. Also war die Flagge wahrscheinlich der bessere Fixpunkt hier, um zu gehen. Finde ich nicht. Also, rein an der Flagge orientiert, wäre ich woanders gewesen. Oh. Ja. Das ist ja so eine alte Römerstadt, oder? Ja, genau. Alte Römerstadt. Willst du schon einen Tipp haben, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich werde es nur nicht mehr finden. Warte, das war weiter weg als gedacht. Emperor Mausoleum Site Museum? Ja, was ist es? Bei Xifeng Street, also wenn du Jiang nach Nordosten gehst, die G30 hoch, dann kommst du nach
Jinfeng Street. Oh, der Flax, ich kann mich genau dran erinnern, wie ich dir genau das Gleiche gesagt habe. Und du hast gesagt, ich fänd's nicht, ich fänd's nicht. Und jetzt bin ich so, ja, ja. Ja, genau, jetzt siehst du, wie es mir geht. Ja, wenn du mal genug hab's. Dann siehst du das Foto von Quanglu. Einfach straight nach Norden, bis du zu der Stadt kommst. Ja, ich hab schon. Nur halt jetzt rauskriegen, wo genau wir sind. Bei den Tonmenschen. Wir sind nördlich von denen. Wir schauen aber südlich drauf, oder? Ja, genau. Also sind wir nördlich. Ja. Logischerweise. Ich weiß nicht mehr, ist aber das jetzt. Sind diese Strecken, die sie da eingezeichnet haben, jetzt hier auch diese Gehwege oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube gar nicht. Also, ich meine, du siehst hier ja nicht dabei ein Gebäude, oder? Also. Nee. Aber könnte das hinhauen mit den Gehwegen? Ich bin mir unsicher. Boah. Es ist ja auf jeden Fall eine Halle, eine große Halle, und es gibt genau zwei Wege, wenn ich mir das anschaue, links und rechts. Ja. Und die sind von Osten nach Westen. Da muss ja doch ganz oben sein. Was ist denn das? Alter Schwede. Ah, ein paar Sekunden noch. Okay. Oh, was? Okay, wir sind vielleicht auch ganz woanders. Was? Bambusel. Ja, gut. Ja, das tut mich jetzt ein bisschen schockieren. Da ist halt nix. Also, ja, keine Ahnung, kann sein, aber ja, da weiß ich halt dann auch nicht, wie man da drauf kommen sollte. Ja, ich glaube gar nicht. Aber hey, dieses Mal waren wir zumindest deutlich näher. Ja, nice. Flawless. Ja, schade. Trotzdem. Ja, schade. Stimmt, ja, bei mir auch stimmt. Das ist halt. Das ist halt China, ne? Boah. Ja, das ist schon bitter, wenn dir sowas halt so eine perfekte Runde versaut. Aber gut. It is like it is. So, du weißt ja, was als nächstes kommt, oder? Du wirst Spaß haben, gehe ich von aus, ja, oder? Ja, sowas von, so richtig Spaß. Sehe ich das eigentlich? Ah ja, hier. Deosei Amor. Ja, habe ich noch nie gesehen, die Flagge. Was steht da unten drunter? Ja, also man kann ernsthaft einen Schritt gehen. Und der bringt dich kein Stück weiter. Ja. Das bringt dich einen Schritt weiter, also bitte. Rot, grün, gelb. Mit Sternen. Auf. Wie sieht denn das hier so aus? Also ich habe den Kontinent. Könnte das irgendwas Inseliges sein? Trotzdem ist irgendwas am Meer. Da dahin sieht es so nach Wasser aus, oder? Viel Wasser. Naja, wenn du sagst Westen Wasser, dann kann es ja eigentlich nur Südafrika sein, fällt raus. Bleibt dir nur noch Namibia, Angola und. Ja. Also ich sag's immer so, da wirst du dich drauf kommen. Okay. Also es ist nicht das Meer. Also von deinen genannten gerade eben war nichts Richtiges dabei. Okay, keine Ahnung.
Das wirst du wirst dieses Land auch noch nie gehört haben. Es ist doch eine Insel. Ja. Also Sao Tomé habe ich schon mal gehört, aber ich glaube in Ja. einem anderen Zusammenhang. Ranma. Ja, aber hey, ich wollte ja nicht so darauf rumreiten, aber danke, dass du es gemacht hast. Tja. Okay, ja, gut. No chance. Also, die Flagge werde ich mir auch nicht merken. Also, das ist mir dafür nicht relevant genug. Okay, und wo sind wir jetzt? Ja, natürlich einfach nicht laufen dürfen, ist aber auch echt wichtig. Schwarz-Rot-Grün. Und das Ganze mit arabischer Schrift. Ja, keine Ahnung, gönn dir irgendwas im Mittleren Osten. Kennen wir Ich. irgendwas im Mittleren Osten? Hat der Mittlere Osten hier Nicht. Nadelbäume? Ist nicht Katar, es ist nicht Bahrain. Könnten die. Vielleicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Oman ist es, glaube ich, nicht. Jemen, glaube ich, auch anders aus. Saudi-Arabien hat, glaube ich, Weiß mit drin. Jordanien hatten wir das letzte Mal. Libanon vielleicht. Wenn es Oman wäre, da gibt es nicht recht viele grüne Flecken, oder? Können aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, ist Turkmenistan, haben die noch hier Arabisch? Libanon hat, glaube ich, was anderes gehabt, oder? Wobei, könnte schon sein, dass du recht hast. Faculty of Law and Political Science. Ich weiß es halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Ist halt wirklich grün Also, und hügelig hier. ja genau, wir sind an einem Berg oder in der Nähe von dem Berg. Würde halt wieder für Libanon sprechen, gell? Libanon wäre halt auch nicht sonderlich groß. Sieht man hier irgendwie so auf die Schnelle vielleicht hier. Das, wie heißt das? Faculty of Law and Political Sciences. Kann ich mir Faculty nicht of vorstellen, dass das Public Health. irgendwie. Faculty of was? Warum ist es nicht fertig? Ja. Ja, nope. Cool. Okay. Cool. Nett. Okay. Ich war mir tatsächlich eigentlich. Also ich bin tatsächlich noch so in die Richtung hier gegangen. Deswegen hatte ich dann vorhin Turkmenistan auch noch mit reingeworfen. Aber dass dann doch noch weiter weg ist, hatte ich eigentlich schon nicht mehr gerechnet. Was? Ich muss zugestehen, den Weg habe ich gar nicht, oder hier drüben, die Ecke habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, da kenne ich die Flaggen halt wenig bis gar nicht. Also, dass man nicht im harten, dem ziemlich, also da, wo du gemeint hast, Saudi-Arabien und sowas, das hätte ich jetzt abgeschätzt durch die zwei Frauen, die unterwegs waren. Die sahen doch recht locker aus. Aber, bin mir nicht sicher. Ist heute Tag des Nichtbewegens? Weißt du, was wo diese Raketenstartrampe steht? Nö. Ich meine, ich kann dir genau sagen, wo wir sind. Hier. So. Ich kann dir das Land eingrenzen.
Ja. Null Punkte. Hast du es an der Schrift festgemacht oder hast du es an der Flagge festgemacht? An dem Lachen der Frau. Die Und dem lacht. komischen Ding, was das Kind auf dem Kopf gehabt hat. Was ist das? Ist das ein Chipmunk? Weiß es nicht, aber Ja, keine Ahnung. Elektronika. es ist eine Katze, glaube ich, oder? Wille 2. Ich habe keine Ahnung. Es könnte alles sein. Es könnte auch ein Waschbär sein. Ist das da hinten links von der Raketenstartrampe? Ist das ein Bahnhof oder so? Könnte sein, ja, aber. Ja, aber dann ist das hier eine Endstation, weil auf der einen Seite geht halt nichts raus. Endstation Russland oder was? Also hier Richtung, da wo die Häuser vorne mit der ganzen Schrift hier, Elektronika und so ist, das sieht nicht so aus, wie wenn hier Schienen durchgehen und hier Züge wegfahren. Es sieht auch nicht so aus, als ob hier große Menschen leben würden, aber. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Vom Außenbezirk von Moskau bis irgendwas bei Nowosibirsk könnte das sein. Ich gehe nach Nowosibirsk. Ja, ich war hier bei Kamtschatka oder so. Nee, weißt du was? Ich nehme. Weißt du was? Hier. Da bin ich. Wo ist da? Jekaterinburg. Dachte ich mir vorhin auch noch kurz, wo ich es gesehen habe. Aber nein, ich bleibe jetzt bei Novosibirsk. Was wahrscheinlich falsch ist, weil ich glaube, das ist ein ziemlich reiches Gebiet. Es wird eh irgendwas anderes sein. Egal, was wir machen. Okay, ich bin nur 1000 Kilometer entfernt. 1950. Wir sind in Tainak. Talnak. Oder Talnak, ja, stimmt. Talnak. Und was ist das hier für eine. Eine Raketenstartrampe? Ist das der Minor Square? Ist mal nicht der Flagman, ne? Okay, ich meine, so viel zum Thema Spaß mit Flaggen, findet man die Städte. Ja. Also ich habe von der Stadt noch nicht mal gehört. Ich wusste nicht, dass die existiert. Und ich habe sie schon wieder vergessen. Jetzt schon, und sie ist weg. Ja. Na, gönn dir mal. Ist nicht. Echt nicht mehr laufen? Krass. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, gut, eine gewisse Ahnung, wo wir sind, weiß ich, aber. Gelbes Haus rechts davon. Da ist die Flagge. Ja, das meinte ich ja. Ach Das ist so. Dänemark, weiß ich, aber. Ja. Ist das wieder hier bei Helsingborg? Dann nicht mal als Aussichtspunkt diese. Da ist die Kronborg. Aber wir sind nicht in der Kronborg. Also das hier sieht zumindest nicht nach der Kronborg aus. Ich kenne halt alles. 1725. Hier ist ein Schild, wo was draufstehen könnte, aber ich kann es nicht lesen. Ja. Oh. Naja, ich laufe mal eine kleine Runde und schau, was passiert, ne? Was ist das für die Frechheit? Frechheit, ey. Ja, das ist unerhört, sowas. Könnt ihr nicht einfach ein Schild am Eingang machen, so wie hier, Ordensregler? Wieso darfst du überhaupt laufen und ich nicht? Tja, weil ich aufs richtige Kästchen geklickt habe. Das für eine Frechheit. Doch breche hier einfach den Kreislauf. Ja, ist schon hier. Also irgendwas mit Ordensding. Hey, to win hier. Gibt's hier irgendwo eine Ordensburg? Trotzdem auf Richtung Kronborg, weil das ist hier doch hier mitten am Deich, oder? Das hier irgendwie nach City aus? Nicht so wirklich, oder?
Wobei, so wirklich viel Meer sieht man auch nicht, gell? Oder viel Wasser. Okay. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Was? Also wenn man halt laufen könnte, würde man es vielleicht finden können. Laufen. Du kannst nicht laufen. Nö, ich konnte nicht laufen. Ich glaube, es gab genau einen einzigen Punkt, wo du draufklicken konntest. Und dann bist du raus, dann hast du dich bewegen können. Tja. Bin Blöd. mir nicht sicher, aber. Ist die Flagge nicht groß genug, oder? Ja, das Zeichen in der Mitte ist mir ein bisschen suspekt. Sind das hier nicht die Autobots? Die Autobots. Ich weiß, was du Autobots meinst. Assemble. Müsste, glaube ich, Kiew sein, aber noch zu besseren Zeiten, oder? Wo machst du Kiew dran? Ach, warte, man kann ja laufen. Da Da bin ich ja gar, das bin ich gar nicht kann mehr ich ja laufen. gewöhnt. Ich habe einfach hier so das Gefühl, das ist eine riesige Stadt, ein riesiges Einkaufsgebiet. Eine riesige Kreuzung mit einem Alibaba. Und ich weiß nicht, ob dieses Schriftzeichen kann ich sowieso nicht lesen, aber so rein von der Optik mit diesen Straßen. Oh. Ja, gut, wenn man vielleicht auf den Bus schaut, auf die Sightseeing-Tour Kiew, ja, vielleicht. Könnte sein. Und Bus. Die sprechen hier Englisch, Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Jetzt auch noch? Und ein Ticket ist 24 Stunden lang gültig. Boah, English from Oxford Class. Oxford Class English Language School mit K-Class. Ja. Die sind nämlich richtig krass. Hä? War ja nicht gerade ein Schild? Ukrainian Motherland Monument. Was ist das hier? Die Frage ist, wo sind wir hier, ne? Ich sehe es halt nicht, also. Ich meine, es ist halt eine riesige Straße, die wir hier haben. Aber gefühlt sind ja alle Straßen riesig. Hm. 30 Sekunden noch. Ich habe ein Casino gefunden und McDonald's. Das müsste man doch finden hier. Ja, gönn dir. Ja, ich sag's mal so, das werde ich nicht finden. Okay. Ja. 721 Meter, fair enough. 2,1 Kilometer. Ich war irgendwo am Hauptbahnhof. Alter, dieses Gebäude ist gefühlt 10-mal so groß, als das hier auf der Karte zu sehen ist. Tja. Schön, immer ein ganze 13K. Ja, Dito. Ich bin noch hinter dir. Keine Ahnung. Ja, gut. Ab 500. Und wo war's? Ah, die erste Runde gleich. Ach ja, Afrika mit Sao Tome. Jockey. Geh erst ein bisschen und schlag oberst, ne? Die Frage ist aber, in welcher Stadt? Wobei das hier sehr nach Wien aussieht, ne? War ich noch nie, kann ich nicht beurteilen.
Ich auch nicht, aber es sieht hier sehr nach Großstadt aus. Also ich würde mir zumindest Wien so vorstellen. Was steht hier dran? Willkommen. Solidarität. Michelerkirch. Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Nur manche sind gleicher. Mehr kann ich nicht lesen. Vielleicht ist diese Raiffeisenbank Wien ein Hinweis. Das sollten wir uns für später merken. Hier war gerade ein Schild, das ich lesen wollte. Jetzt ist es weg. Das ist so ein Betrug. Jetzt ist es deutsch. Ja, wahrscheinlich kann man diese blöde Reiterstatue halt auch kennen und das Gebäude hier vielleicht auch. Ja, ich bin hier irgendwo in der Nähe Was von der irgendwie. Kirche. Die Frage ist, was das für eine Kirche ist, ne? Also die Raiffeisenbank. Ich weiß aber nicht. Das. Wie sieht Schloss Belvedere aus? Ne, das ist nicht das hier, oder? Ne, das ist Bogen. Oh, was Also ich bin Gebogenes. nicht in der Mitte von der Stadt. Was steht Hier denn gibt da? es eine Karlskirche. Hofburg Wien. Warte, das ist doch hier gebogen. Das Ding ist hier gebogen. Jawohl, hier ist es. Da ist es. Wo kam ich her? Ja, C-Fix, ich hab's. Nee, ich nicht. Rasenreiter, da Rasenreiter und von hier komme ich, oder? Dann bin ich da links abgebogen. Und hier ist die Kurve. Ja. Echt? Echt jetzt? Mal Michaeler Platz? Nö. Volksgarten. Ja, 10 Sekunden. Innere Stadt, also wenn du rauszoomst, genau auf Wien klicken. Verdammt, ich wäre näher dran gewesen, wenn ich da geblieben wäre, wo ich war. 127 Meter. Na, 11 Meter. Ich finde es krass hier, Denkmal für die Verfolgten der Nationalsozialisten. Das ist halt einfach, das ist quasi immer ein Brocken Beton, der halt irgendwie als Sitzplatz genutzt wird. Aber da könnte man auch irgendwie ein bisschen was. Weiß ich nicht. Naja, wir sind sehr, wie soll man das sagen? Was das angeht, siehst du ja in Berlin, da sind wir sehr einfallsreich. Na, das stimmt auch wieder. Oh, shit. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Teheran-Asid-Platz, eigentlich genau in der Mitte. Was? Als ob du instant weißt, wo wir sind. Ja, das hatten wir schon mal. Ja, ich weiß, aber das habe ich doch schon wieder vergessen. Ja, ich nicht. Okay. Wie schauen wir drauf? Wir schauen nach Südwesten. Ist hier Müsste vielleicht? eigentlich hier sein, oder? Südwesten. Das der hier? Nee. Wenn man jetzt noch Osten und Westen nicht verwechseln würde. Mal irgendwo da. So, und ich bin 18 Meter entfernt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Mitten in Teheran. Also in Teheran findest du direkt nur so einen grünen, runden Boppel mit Kreiseln außenrum. Das ist eigentlich gar nicht verwechseln. Das ist unter dem, ja, unter dem R, wenn du runter gehst, so circa ein Ja. Zentimeter. Oh. Also tatsächlich der Azadi Tower. Oh, krass. Oh, 126 Meter. Ich sag's mal so, ich war im äußeren Kreisverkehr. Naja, ich im Inneren. Außerhalb des äußeren Kreisverkehrs. Ja, krass. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Oh, warum ist das hier jetzt eigentlich nicht Sehenswürdigkeiten?
weil da drüben die Flagge ist. Ich weiß trotzdem nicht genau, wo wir sind. Ist das ja nicht Jordanien, Petra? Könnte sein, also die Ecke weiß ich, aber wo das genau ist, weiß ich nicht. Ja, ich noch auch nicht. Die Schlucht des sichelförmigen Mondes muss ich noch suchen. Also seriously, ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß auch nicht, also... Das hat die Petra, aber ich habe keine Ahnung, wo genau die ist. Bin ich irgendwie... Ich habe das Zeitloch gefunden. Timehole. Temporary closed. Ist es. Ist das irgendwo an der Grenze in der Nähe? Nicht, oder? Also das temporär geschlossen ist an der Grenze zu Syrien. Ja. Ist ein Touristengedöns. Aber ich finde es halt nicht. Ja, Dito. Habe ich so oft Indiana Jones angeschaut und ich weiß trotzdem nicht, wo das Ding ist, ne? Traurig. Ja. One Planet Society, die finde ich. Dreißig Sekunden noch. Ja, nee, werde ich nicht finden. Ist das nicht, nee, weiß ich nicht, war der hier unten? Okay, ich bin nur 294 Kilometer entfernt. Ja, 56. Okay, es ist nicht ganz an der Grenze. Na gut. The Treasury. Aber ich hätte tatsächlich einfach als irgendwie mehr in der Pampa erwartet. Ich meine, der ist in der Hauptstraße genau nebendran. Oh. Also Petra hätte ich jetzt auch nicht gefunden. Also gar nicht gefunden, selbst mit der Zoom-Stufe hätte ich es nicht gefunden. Du musst ja wirklich nach. Wahrscheinlich wäre ich sogar... Ich glaube, ich war eine Zoom-Stufe zu weit draußen. Bitte. Ja, gut. Aber es ist quasi hier. Ja. Wir sind am Staatsgefängnis, kann das sein? Wird. Prison presenced. Oh, ja. Was war denn das nochmal für eine Fahne? War das South Africa? Aber, ja, wo ist es? Also wo da ist es? Ja, in irgendeinem Gefängnis. Ja. Das grenzt jetzt ein. Gibt wahrscheinlich nur eines. Nicht. Darf ich auf den Weg raus? Ah, das darf ich. Immer in der Nähe von Cape Town, oder? Jetzt bin ich wie so ein Knasti, darf ich nicht mehr weiter, oder wie? Doch. Ich darf auch immer einen Tippelschritt laufen. Ja. Und dann geht's plötzlich wieder. Hier wird doch davor stehen. Robben Island. We surf with pride. Du hast echt Robben Island gefunden. Es heißt halt so. Ich weiß halt nicht, wo es ist. Direkt über Cape Town, die kleine Insel. Also Cape Town weiter reinsuchen, dann tritt im Norden Robben Island aufploppen. Alter. Ich hatte gerade nur den Affenrücken gefunden. Affenrücken?
schon wieder, wenn du das Affenhirn hast. Das ist ja quasi, ist das quasi Mini-Australien? Das ist doch kein Gefängnis, oder? World War II Naval Guns? Robin Island Radar? Die geben denn auch noch Radar und Guns, die Idioten. Mann. Hier ist Stone Quarry. Die Pinguin-Kolonie. Bist du dir sicher, dass das Robben Island ist? Ja, es steht halt hier vorne. Was soll ich tun? Also es steht halt hier auf dem blöden Schild. Former Female Insane Asylum. Okay. Ich meine, was soll ich halt tun? Steht hier halt. So, 30 Sekunden noch, aber da hast du irgendwo einen Knast gefunden? Nö. Nicht auf der Map. Ich habe nur dieses Insane Asylum gefunden, aber... Ja, aber ist es das nicht vielleicht sogar? Wait, warte mal, wo ist der? Ich bin doch hier jetzt gerade... Ja, ist das hier irgendwo? Ich bin doch jetzt gerade an so einem Steg. Meter entfernt, okay. Ich hätte mich nur auf die Straße setzen müssen. Goddammit, ich hab doch geklickt, aber es hat mich jetzt nicht mehr angenommen. Ja, shit. 298 Meter. Ja, wäre auch da gewesen. Mist. Okay. Das war, glaube ich, ja genau, das war Kasachstan. Oder? War es Kasachstan oder Usbekistan? Alter. Ich glaube, Kasachstan war es. Tendenziell würde ich eher Kasachstan sagen. Krass. Das ist ein krasser Call. Perfekt. Ja. Ja, es hilft doch, wenn man mal Kontakt mit den Leuten hatte, weißt du? Und mal geschaut hat, was das für ein Land ist. Und wie die Fahne dazu aussieht. Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Also, du hast doch nicht... Okay. Ja, doch, jetzt weiß ich's. Ja. 433 Kilometer entfernt. 441. Was ist das für eine Stadt? Petropavl. Der Petropavl. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man da... Also, wie man das finden soll. Also... Wenn es halt 5000 Punkte fürs richtige Land geben würde, würde ich es halt verstehen. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, vielleicht hätte man das erkennen können. Ich weiß es nicht. Für mich ja, nicht, aber... Also ja, Petra, okay, ja, das könnte man erkennen. Aber das hier, ich weiß nicht. Schade, ich bin doch fast 1000 hinter dir. Echt? Aber warum? War noch quasi immer... Runde 3 habe ich recht... Runde 3 war es. War straight Runde 3, nur Runde 3. Ja, das war die Petra. Na. Ja, Hobbys nicht so, ne? Ja, ich würde sagen, lass uns doch nochmal gemütlich ein paar Sehenswürdigkeiten begrapschen. Famosos Plazos. Natürlich finde ich es nicht, weil ich dementsprechend dann Schmarri eintippe, ne? Ja, hey, muss auch mal sein. Famous? Platzes. Ich spiele nur mit Freunden oder Freunden ähnlichen Personen, die ich kenne. Und kommt mir bekannt vor. Hallo, Lady. Das hier, excuse me, was ist das hier für ein komischer Riss im Raum Zeitkontinuum? Ja, da hat Zeus seinen Blitz runtergelassen. Was ist mit der Mauer, vor der wir stehen? Es gibt keine Mauer. So, jetzt muss ich nur noch... Wir stehen straight südlich davon. Du sagst, wir stehen südlich. Ja. Schauen Sie mal. Wir stehen... Ja, warte, wir stehen ziemlich hier unten.
Wir stehen ziemlich hier, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Okay. Punkt sagt, wir stehen nicht mehr vor der Mauer, wir stehen schon auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ja, deswegen sah die Mauer so komisch aus. Sieht man eigentlich dieses kleine Häuschen? Welches kleine Häuschen? Da vorne war so ein Dinghäusle. Keine Ahnung. Ganz falsch, nein. Ich glaub nicht. Oh, einen Punkt eingebüßt, 29 Meter, verdammt. Ah, oh nein. Ja, wo hast du überhaupt hingegessen? Wir stehen doch an der Mauer. Ja. Also da ging's straight berg runter. Ja, mei. Oh. Ein bisschen. Stehen. Ich weiß nicht mehr, das war das? Südwest. Nee, Singapur war es nicht, gell? Das waren der... Ja. Ich verwechsel das, glaube ich. Burj Khalifa. Ja, ich verwechsel das immer. Weil ich immer diese Twin Towers aus Singapur da im Kopf habe, warum auch immer. Na komm, so. Wo ist es? Ich glaube, den finde ich immer nie, ne? Das war das nächste Problem. Hier. Ja. Oder der sieht doch auch so aus. Ja. So, wo war er denn? Ich finde den, glaube ich, immer nie. Da sind irgendwo... wait, hier stehen wir irgendwo. Stehen wir in dem Kreisel? Stehen in dem Kreisel, würde ich sagen. Ich habe das Ding noch nicht mal gefunden. Redest du von einem Kreisel? Wait. Ist die Brücke hier dieser Zuger? Hä? Warte mal, hier stimmt was nicht. Hier ist irgendwas nicht richtig. Straight im Norden ist diese Brücke. Das muss doch hier sein. Wo ist das Ding? Siehst du The World? Nee, The World sehe ich gerade auch nicht. Das war gerade die Überlegung nochmal, aber... Na, zoom raus, da sieht man recht... Oder die Palme. Ja. Eine von den Palmen. Also das ist Palme und The World. Ja, von Süd nach Norden. Und The World, da gehst du an Land. Und, oder folgst einfach dem Fluss. Warum zur Hölle gehe ich nach Abu Dhabi? Ich weiß es nicht. Ist da irgendwas? Haben die irgendwas Krasses gebaut? Louvre, Abu Dhabi. Find's zwar gerade immer noch nicht. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Abend. Na, alles fit? Mach mich immer noch peinlich gerade, ich find's immer noch nicht. Den blöden Fluss lang. Und wenn du dann an dem Kreis da ankommst, dann einfach wieder straight Richtung Meer. Genau auf der Geraden liegt das Ding. Ach, da ist Burj Khalifa, du hast recht. Verdammt. 200 Meter vorbei. What? Das ist einfach nicht mein Ding. Oh, krass. Man ist noch weiter weg. Oh. Das ist aber... Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Na, sonst alles gut bei dir? Das ist aber nicht das Oval Office, oder? Oder doch, das ist das Oval Office, oder? Da ist nur der Tisch fehlt. Da ist der Eingang zum Oval Office, glaube ich, oder? Also das muss, glaube ich, ziemlich mittig sein, möchte ich behaupten. Naja, fündig werde ich natürlich nie. Das ist bei mir natürlich komplettes Chaos, aber na. Das Thema mit dem Müde zu Weihnachten, ja, das kenne ich auch zu Genüge, kann ich verstehen. Da aber kommt. Das ist so der Vorteil, Weihnachten ist bald vorbei. Da kommt aber bald auch immer alles zusammen.
Darf ich ein bisschen zumindest laufen? Das ist hier der... Welche ganz leicht. Schaue ich hier runter? Ja, schaue ich hier runter. Ja, das ist doch hier... Ja. Das muss hier sein. Muss es Oval Office sein. Jo. Aber, ja, passt in Summe schon. Ist aber, glaube ich, nicht angeschrieben, oder? Oder sehe ich es noch nicht? Ich glaube, du siehst es einfach noch nicht. Ich würde ein bisschen näher ranzoomen. Ja, das Problem ist nur, wenn man dann plötzlich nicht mehr zur Arbeit geht, dann fällt das irgendwie immer damit zusammen, dass plötzlich nicht mehr Geld aufs Konto fließt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist irgendwie immer blöd. Oh, krass. Oh, ich bin richtig bamboozelt worden. Ist doch nicht das Oval Office? Ne. Aber das findest du so, glaube ich, auch. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du weißt, wie der Raum links davon heißt, findet man es vielleicht. Aber, boah, ne. Krass. Meter entfernt. Wow. Ja, 72. Ich wäre on point gewesen. Ich war da drüber, dem blöden Teil. Und woran hast du es festgemacht? Welcher war in dem Halbrunden und wo du geschaut hast, wo du, auf was du da schaust. Und dann hast du halt diese, irgend so eine Kuppel hast du hier gesehen von dieser Fontäne, Ellipse hier. Oh. Ich dachte dann auch, ja, okay. Impi weiß schon, was er sagt. Oval Office it is. Ja, das also Problem ist halt, dass an seinen Gedanken bleiben, ne? Das Halbrunde da vorne ist halt, also das ist halt nicht der Raum. Das ist halt das Problem dran. Ja, der Point ist da. Das ist das halt, boah. Schwierig. Okay, nochmal ein Versuch. Ich glaube, ich werde es nicht finden. Diesmal gibt es keine Tipps mehr. Ja, wo war es nochmal? Genau, wo war das doch mal? Abu Dhabi war ich gerade? Nein. Wir sind straight südlich. Aber wir sind echt weit weg. Ne, diesmal sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Ich meine, wir sind auf einer Brücke. Hier gibt es, glaube ich, nur eine Brücke, oder? Hier gibt es unendlich viele Brücken. Überall gibt es hier Brücken. Ja, 2 Meter daneben. Am Kauai. Die ist nicht so Kauai, die Brücke. Okay, ich bin an der falschen Brücke. Ich sag dir doch, es gibt hier echt viele. Ja? 2, mindestens. Ja, bei einer 50-50 Chance wähle ich zu 100% die falsche. Nice. Ach komm. Und wir können nur weiter weggehen. Ja. Jeder will weg von Versailles. Okay, warte, wir schauen. Müsste doch genau dein Ding sein, oder? Also. Ja, absolut. Genau, nach Deutschland will ich zoomen. Ja, da will ich hin. Boah. Das heißt, wir sind hier bei diesem komischen Kringel, wo es dann gerade wird. Okay, krass, wir sind... Oder? What? Okay, das killt mich gerade ein bisschen. Wir sind Allee Royale, oder? Also, das sieht aus, als wenn wir da 300 Kilometer weit weg sind. Und wir sind halt, weiß ich nicht... 200 Meter. Das hat das gefühlt nicht so weit weg. Krass. Ja, wo genau sind wir da jetzt? Ah, warte, wir sind hier. Vorplatz. Also Strecke einschätzen ist echt nicht so meins, muss ich sagen. Auf mittleren, hast du schon eingeloggt oder? Nö, also ich glaube, ich weiß, wo wir sind, aber also ich könnte jederzeit guessen.
glaube, ich kann... Ich glaube, du bist zu nah dran. Ja, ich war hier hinten. Ich glaube, ich werde das... Oh, krass. Sehen. Nein, ich war nicht zu krass. Alter. Danke. Ich habe wieder auf dich gehört. Ja, gut. Wäre ich sowieso hin. Nee, das war eh mein erster Punkt. Nee. Also, wir sind jetzt quasi... Wir sind gleich weit weg von diesem kleinen Brunnen im Norden zum Chateau selber. Aber ohne Flachs, Chateau sah für mich ganz hinten am Horizont aus. Ja, ich dachte auch, dass Holy. Wir näher an dem Kreisbrunnen da drüben sind. Holy, krass. Ja, das war's. Das ist ja verrückt. 29 Punkte. Schade, ne? Ja, das ist aber auch in jeder Runde hast du was liegen lassen. Ja, mei. Ich kann prassen, weißt du? Ach so, ja, okay. Ich kenne mich nicht aus. Ich mache mich eh hier dementsprechend zum Affen. Dann kann man mit Punkten prassen. Ja, sehr gut, sehr gut. Jo. Willst du noch eine, oder? Ich glaube, wir können es auch gut sein lassen. Passt. Einfach, dass wir auch nochmal kurz reden, was wir nächste Woche machen. Mhm. Jo, ich denke in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns hier zuzuschauen, wie wir verzweifeln. Und ja, wünschen euch alle einen schönen Abend und hoffentlich dann wie immer bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.